Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen jetzt zum neuen CSGO Overwatch und ja, wir lernen sofort die Overwatch Demo jetzt gerade eben schon gesehen. Es gab neue Updates oder beziehungsweise ein großes neues Update und gewisse Fixes, Bugfixes und so weiter und so fort auf, ich glaube, größtenteils Nuke. Von anderen Karten habe ich keine Informationen. Wie gesagt, ja, Audio wurden ein bisschen geändert, aber sonst eigentlich nichts Besonderes. Wir haben hier im Overwatch, das Suspect auf D2 steht 5:1, das Suspect hat Stats von 14:1:2, Kopfschussrate von 57%, sind gute Stats, aber nach der 6. Runde 14 Frags, sind eigentlich sehr gute Frags, ja. Auf 57er Kopfschussrate, nicht schlecht, ne? Mal gucken, was er hier zusammenspielt. Hat jetzt hier ein Double Kill Mitte geholt, hat den hier oben steppen gehört. Also wie gesagt, jetzt noch ganz kurz auf dieses Update zu sprechen. Es gab jetzt eben eine neue Funktion, kann man jetzt bei den Audio-Einstellungen einstellen, dass eben man eine gewisse, ja, ich sag jetzt mal, neue Funktion eben von den Sounds hat. Aber sonst hat sich größtenteils nichts geändert. Zumindest mal ist es mein Informationsstand. Ich habe auch gerade gestreamt, habe ich die Leute gefragt, so, wisst ihr noch was darüber? Und da gab es eigentlich jetzt auch niemanden, wo noch andere Sachen gewusst hat. Wenn es anders ist, dann tut es mir leid. Ja. Aber mehr weiß ich über das Update auch nicht, ja. Also ich habe vorhin auf Twitter einen Bericht gelesen, aber sonst nichts. So, also, was ich denke, ist, dass der Typ hier ein Superf ist. Der Typ hat höchstwahrscheinlich keine MA. Warlock vielleicht, aber ein MA hat er nicht, ja. Ja. Die einzige Frage ist, warum geht jetzt Thanos? Ja, okay. Nee. Es kann sein, dass eben die Mates von Short den Typen Thanos gesehen haben oder vielleicht in einer steppen hören hat und deswegen hat er rotiert. Ja. Würde Sinn machen, würde ich jetzt meinen. Also meine Überzeugung nach ist der ein Smurf, aber ich. Ja, ne? Also was für mich halt vorhin so ein Indiz war, ist die eine Runde, wo er eben einfach lang reingerannt ist, wo dann eben Gegner war und es sah ihm so aus, als ob er den eben nicht erwartet. Mal gucken. Kann man so, er aimt Short eigentlich auch, ja, hüpft, macht den Hüpfer. Natürlich, er kann das natürlich auch alles nur sozusagen. Er kann uns jetzt hier was Schönes vorspielen, ja. Sehe schön Legend ist, obwohl es nicht so ist. Der lang ist aber gecallt. Oh. Okay, den kriegt er aber gerade noch so. Ich mache jetzt noch eine Zeitlupe rein, aber ja. Und ich weiß, es gibt einen Tastenbefehl eigentlich. Ich glaube F2 Alt oder sowas. Aber ich bin es einfach gewöhnt, das in die Konsole einzugeben. Ich mache das mittlerweile seit 1,5 Jahren. Na gut. Ja, mal schauen. Ja, okay, den hat er nicht gesehen, aber du gepreferred. Man hat jetzt schon gesehen, wie er eben sozusagen Window hochgeaimt hat und den hier nicht erwartet hatte. Hätte der Warlock gehabt, hätte er noch weiter mit dem Crosshair hier hingeaimt. Man hat eben klar gesehen, dass er eben hier oben Window abgeaimt hat. Da hat die Zeitlupe sogar was gebracht, ja. Nur auf die Zeitlupe. Schaut doch klar. Also, natürlich. Hier schon wieder. Der Typ schaut zuerst rechts, wenn er einen Waller anhätte, okay? Und bei allem was Gutes, du kannst zwar Sachen normalerweise verheimlichen, aber es gibt gewisse Dinge, die kannst du eigentlich fast nicht verheimlichen. Also wirklich, wenn du viel CS gespielt hast, gibt es manche Sachen, die sind einfach instinktiv. Die hast du einfach im Kopf. Und die machst du automatisch. Und so eine Aktion war das zum Beispiel. Vor allem auch das mit dem Window-Up, ey. Der Typ ist ein Smurf. Der Typ hat zwar 25 Kills nach 11 Runden, aber der Typ ist ein Smurf. Ende. Also ich schaue es natürlich jetzt noch seriös weiter an, aber ich rede jetzt auch extra über keine Themen oder sowas. Aber ich vermute oder ich bin mir sicher, dass der Typ hier ein 12 ist. Den hat er klar gehört. Ente auch wieder hoch. Ja. Gut.
Also, ich weiß, dass es wieder Leute gibt, die was anderes behaupten werden im Chat. Oder nicht im Chat, in den Kommentaren. Aber der Typ hier sieht für mich nach einem Smurf aus. Also, der Typ, das ist nicht sein Main. Ich glaube, das merkt euch jeder. Obwohl, da kann ich jetzt ganz ehrlich kurz noch was erzählen. Für die Leute, wo gestern, also für euch gestern, also am Donnerstag im Stream waren, für mich gerade Wochen. Wir hatten einen MMM auf Mirage. Also wir, zwei LEs und drei DMGs. Und wir haben gegen Gegner gespielt, die waren nicht sonderlich, ja. Und ich habe noch so gecallt, die sind bestimmt Silber und werden von einem LE, LEM hochgecarried. Ende des Games. Wir haben übrigens 16:1 gewonnen, den hatte Steppen hören vorhin. Wir haben 16:1 übrigens gewonnen. Und dann war einer Silber 1, zwei Silber 2 und einer, glaube ich, Silber 4 und ein DMG. Und wir haben einfach gegen die gequeued und wir haben die, also, ich würde nicht sagen zerstört, also es war eigentlich, hätten wir das nicht gewonnen, ja, dann wäre es natürlich lächerlich gewesen, aber es ist auch wie so ein Ding, so, ja, ist eben eine Ansichtssache, also die haben bestimmt auch gedacht, vielleicht hacken die, ja, weil normalerweise, wenn eben jemand dich ziemlich zerstört, dann sagt man vielleicht auch, ja, 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 klar, die hacken rein, ja, weil man sich selber nicht eingestehen will, das war bei mir auch schon so, ich habe bestimmt schon, mindestens 20 Mal in meiner CS-Karriere, in Anführungszeichen, meiner CS-Laufbahn, wie auch immer ihr es nennen wollt, meiner CS-Zeit, schon jemand, wie gesagt, der hackt ganz sicher rein, einfach nur weil, ja, wir, sag jetzt mal, ein bisschen zerstört wurden und das ist eben dann komplett normal. Genauso haben die es jetzt auch, ja, der Typ smurft hier rein, denken sich, okay, der hackt rein. Report Overwatch. Hier auch, hat wieder CT runtergeschaut. Also, wie gesagt, man kann das ganze Schauspiel, ne? Ich weiß es selber, aber... Ja! Würde der Typ wallen, okay? Würde der Typ hier mit Warlock spielen, dann hätte er den einen, der Mitte steht, auch noch locker abgeamt. Hat auch kein No-Flash oder sowas an, sieht man ja auch. Gut, ja? Nicht mal ein Overwatch-Fall, mit dem ich mir wieder ziemlich sicher bin. Dass ich das Richtige, sozusagen am Ende der... des Tages getan habe, das Award ist hiermit vorbei, der Typ hatte nichts an, ja, also der Typ hatte nicht eine einzige Aktion, wie ich jetzt gesagt habe, okay, vielleicht hatte der an, ja, normalerweise im Award, ich sag manchmal, der Typ hat dich an, aber ich bin mir relativ unsicher wegen eben ein, zwei Aktionen, weil er zum Beispiel was komisch geprefert hat, oder einen komischen Move gemacht hat, oder komisch die Smoke gegeben hat, es gibt eigentlich immer, so in den letzten zwei Runden gibt es immer so eine Runde, wo ich mir denke, scheiße, der doch an, aber dann drücke ich nichts rein. Dann hält noch manche Leute im Kommentar so, ja, der hat sich auf jeden Fall an. Nein, hatte der nicht. Ja, also der Typ hatte nicht an. Das kann ich zu 95% sagen. Die anderen 5%, ja. Also Leute, ja, das war heute noch nicht so gut, finde ich. Also, so von der Materie selbst, was ich gesehen habe, war am Anfang ein bisschen spannend und dann war es eigentlich relativ klar. Sagen wir so, manchmal so Overwatch, wo eben wirklich sehr klar sind, sind manchmal auch gut, einfach nur sozusagen im Selbstvertrauen ist nicht richtig dämlich, aber wo man dann auch so denkt, ja, ich habe endlich mal wieder einen richtigen Overwatch-Fall, nachdem ich mir fünfmal unsicher war, gelöst. Also, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ja, euch noch einen schönen Abend. Ciao.